Leute, herzlich willkommen zum Jumpstart Unboxing. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In Europa hat der Versand ja ein bisschen länger gedauert. Da wurden ja Daten hin und her geschoben. Jumpstart ist endlich verfügbar. Ich habe auch eine Kleinigkeit bekommen. Wir machen heute zusammen ein komplettes Display auf. Ich bin super gespannt, was wir alles finden werden. Und ich habe natürlich auch wieder eine Kleinigkeit für euch, für die Community organisiert. Drei von euch können jeweils 4 Jumpstart-Booster gewinnen. Eigentlich soll man ja damit zocken. Wir haben das Ganze auch bei Magic Arena schon zusammen angetestet. Jumpstart zu spielen macht auch ordentlich Spaß. Man kann die Booster ja auch im Nachhinein wieder auseinandersortieren, falls ihr euch selber ein Display gegönnt habt. Aber hier im Giveaway auf jeden Fall 3x4 Booster, falls ihr das Ganze auch mal wirklich ausprobieren möchtet. Ansonsten eine Kleinigkeit zum Unboxen geht ja eigentlich immer. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Wollen wir mal schauen, was wir heute alles finden werden. Viel Spaß! Die ersten 12 Booster liegen bereit. Heute haben wir 24 Booster insgesamt. Die Booster sind auch ein bisschen dicker. Klar, hier sind ja auch Standardländer dabei. Aber Leute, ich bin gespannt. Ich persönlich bin am ehesten natürlich auf der Suche nach den wirklich neuen Jumpstart-Karten. Einen guten Reprint würde ich natürlich nicht nein sagen. Und oh, es geht direkt los. Die Elfen. Leute, man sieht halt sofort, welches Deck man eventuell hat. Es gibt ja immer mehrere Varianten. Ist ganz cool. Dann kann man auch quasi die Decks draften, so wie bei dem Arena-Event. Also erstmal Booster aufmachen, schauen und dann sagen, ach, ich nehme Elfen und dann das andere Deck als zweiten Teil. Das ist natürlich ganz cool. Die Bonuslage Papier oder Plastik hier drumherum muss für mich nicht unbedingt sein. Aber so sieht man dann wenigstens, was man eventuell zur Auswahl hat. Leute, die Elfen. Los geht's. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich eine Elfenkarte brauche, dann ist das der Kollege. Leute, ja, das erste Booster, die erste Karte, die beste Karte der Edition. War schön mit euch. Denkt an den Daumen hoch. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Leute, das gibt es doch nicht. Shepherd, Pack 1. Ach so, gut. Oh, das ist ja direkt ein gutes Booster. Schaut mal, das wäre dann halt ein halbes Deck bei Jumpstart. Oh, nett. Mana-Elfen, alles am Start. Die Länder sind auch ganz cool für ein Budgetland. Und dann natürlich ein Haufen Standardländer, wobei auch hier richtig schöne Standardländer dabei sind. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall was für die Ausbeute von heute. Das sind ja nicht unbedingt super viele Karten. Das gibt's doch nicht. Leute, das erste Booster. Ich meine, vielleicht haben wir hier ein richtig krasses Display. Mal schauen. Oh ja, jetzt müssen wir hier doppelt öffnen. Das gefällt mir wirklich nicht. Und dann noch das Bonusplastik. So, ich hab's. Aber gut, der Shepherd war echt in Ordnung. Leute, Ormus. Die zweite Rare, Ormus. Das war zu gut. Der Start war einfach zu gut. Oh, cooles Artwork. Aber ja, hier ist ja wirklich die erste Karte mit am interessantesten. Würde ich sagen, die Insel, ja, nett. Nett würde ich sagen, aber auf gar keinen Fall so gut wie Booster Nummer 1. Heftig. Ja, wie gesagt, Leute, ich habe es ja schon gesagt. Oh, die Katzen. Nice. Also super cool zum Spielen. Ich hoffe, ihr habt an den Daumen hoch gedacht. Das war's eventuell für heute. Schauen wir mal. Wobei, Muxus wäre wirklich noch die zweite Karte, die ich hier gebrauchen könnte. Sovereign. Für die Katzen als Rare, ja, ich glaube, hier ist nicht super viel super Starkes dabei. Aber nehmen wir. Nehmen wir auf jeden Fall Prowler. Jo, das sind nämlich die coolen Länder hier. Schaut mal. Da ist so ein kleiner Tiger im Hintergrund. Es gibt das auch mit Hunden und allem. Also hier auch von den Artworks sind echt coole Karten mit dabei. Eigentlich auch sogar die Karten. Könnte man sogar nehmen, irgendwie als Decktrenner, Kartentrenner. Fürs Katzendeck oder fürs Elfendeck, je nachdem. Schon ganz nett. So, Spellcasting, Booster Nummer 4. Oh ja, doppelt auspacken. Da bin ich jetzt wirklich kein Fan von. Ah, hier ist immer der Anfang. Alles klar, muss ich mir merken. Für das geschmeidige Öffnen. Was haben wir gefunden? Oh, Double Vision. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich meine, an das erste Booster können wir ja eigentlich gar nicht mehr rankommen. Das war ja schon die beste Karte. Aber richtig nice. Wie gesagt, Leute, wenn ihr das mal zocken könnt auch. Wirklich, wirklich cool. Hat ordentlich Spaß gemacht. Ich meine, mischt man so Katzen und Elfen zusammen, wäre schon mal ein gutes Deck. Das ergibt dann immer ein 40-Karten-Deck, quasi wie ein Limited-Deck. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht so schwer, am Ende die Karten wieder auseinander zu sortieren.
Besonders wenn es zwei verschiedene farbige Decks sind. Aber so an sich, die Decklisten sind ja im Internet. Das ist halt cool. Oh, der Wein. Jo, das geht wirklich deutlich besser. Anders ist sie. Der Wal. Na gut, oh, Starfish. Aber jetzt hier so vom Thema, vom Flavor, finde ich das echt gut. Also, das war ja wirklich eines meiner Lieblingsprodukte in diesem Jahr. Also, Jumpstart ist wirklich cool geworden. So, die Inseln. Yo, das geht besser, Leute. Booster 1, unfassbar. Na komm, Muxus, Bruwak, ein Exquisite Blood. Das wäre tatsächlich ein Reprint, den ich noch gebrauchen könnte. Oh, die Dinos, was haben wir gefunden? Haben wir einen guten Dino? Komm, ist sauber, ne? Galter, sage ich ja gerne. Galter geht immer. Oh ja, oh, das finde ich ist auch ein richtig gutes halbes Deck. Schaut euch das mal an, ne? Galter, Mana Elf, Removal, Lord, Cultivate. Oh, richtig gut. Dreadmore, der Limited Klassiker wirklich. Commune, Removal, Pump und Frillback. Oh ja, richtig nice. Cool. Oh, und jo, paar Dino-Länder noch. Oder ein Dino-Land zumindest. Immer das erste. Oh ja, cool, eine Galta. Sauber, gerade grüne Karten. Das sah wirklich nach meinem Start aus hier. So, jetzt müsste ich es eigentlich gefunden haben. Jo, habe ich. Ah, es wird langsam besser, Leute. Wird geschmeidiger. Oh, die Teufel. Was haben wir gefunden? Oh, der Jumpstart-Teufel. Der Legendary. Den würde ich nehmen. Genau er. Sauber. Oh, richtig gut. Für das Teufel-Deck kann man nämlich auch ein super cooles Tribal-Deck mitbauen. Ich habe eigentlich schon ein Deck fertig, auch eine Deckliste, aber leider ging das nicht. Genau wegen der Karte für Building on a Budget. Muss ich nochmal jetzt schauen, wenn die Preise ein bisschen fallen. Demnächst eventuell das Teufel-Tribal-Deck, Building on a Budget. Habe ich mal im Historic gespielt bei Arena. Ist wirklich cool. Nice. Gutes Booster. Doppel-Torchfiend ist hier drin. Oh, das Land ist aber auch cool, finde ich. Der Mountain. Also nice Artworks. Sauber. Der legendäre Teufel. Sehr schön. Oh ja, ich muss sagen, hier die erste Hälfte bisher. Auf jeden Fall ziemlich gut. Oh ja, jetzt läuft das auch hier. Oh, okay. Die Feathered Friends. Was könnten hier drin sein? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Mal schauen, die erste Karte. Der Marshall. Oh, den kenne ich gar nicht so spontan. 5 Mana, 3-3 fliegend. Wenn er angreift, kriegen andere angreifende Kreaturen mit Flugfähigkeit +2/+2. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Für ein Flyer Tribal Deck. Oh ja. Du kommst auf jeden Fall in Commander Deck oder so bei mir. Nett. Ist halt auch eine neue Karte. Auf jeden Fall eine Jumpstart-Karte. Cool. Oh, nice. Hier mit dem Vogelnest. Oh ja. Also die Länder finde ich auch wirklich cool. Nice. Aber mal sehen, ob wir noch Glück haben. Da geht ja noch was. Ach, wir haben ja noch wirklich ordentlich Booster. Oh. Spoiler-Alarm. Es gibt ja auch die Planeswalker-Pakete. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wie gesagt, das haben wir ja schon vor 2 Monaten, glaube ich, gespielt. Hier müsste jetzt auf jeden Fall eine Liliana drin sein. Sauber. Nehmen wir. Ja gut, das ist jetzt wirklich ein bisschen Spoiler-Alarm. Aber cool, Liliana. Und das ist auch eine Doppel-Rare dann quasi. Der Standartenträger noch dahinter. Oh, sehr geschmeidig. Schönes Booster. Das ist wirklich schön. Mal gucken, wie der erste Sumpf aussieht. Noch ein Ghoul. Ah, die sind das. Ah, nice. Ah ja, tatsächlich, immer der erste Sumpf oder das erste Standardland ist dann das Besondere. Aber ja, das Liliana-Pack gefunden. Sauber, grün-schwarz. Das geht wirklich hier in die richtige Richtung für mich. Liliana geht natürlich immer. Oh, Smashing. Was könnte denn hier drin sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Was könnte hier drin sein? Suchen wir noch was? Es gibt halt wirklich super viele Variationen davon. Recht schwer, sich alle zu merken, würde ich sagen. Eine Salvo, okay, das geht deutlich besser. Passt aber zum Thema, würde ich sagen. Brawler. Was gibt's hier so bei Smashing? Flame. Immolator. Oh, so ein paar Filler. Das Schwert. Der Ogre. Ah ja, sie. Vorne von der Titelkarte. Marauder. Fling. Klassiker. Fling geht auch immer. Oh ja, das ist jetzt nicht das super starke Booster gewesen. Aber ja, wir hatten den Ein-Mana-Elfen. Das macht das Unboxing doch schon mal deutlich entspannter. Oh ja, seht ihr? Jetzt weiß ich wirklich, wie es geht, Leute. Wir haben die Chance auf den Muxus. Das ist auch ganz nice. Ist ja nicht garantiert, dass hier der Muxus drin ist. Komm, Muxus, dich brauche ich für ein Deck. Unfassbar. Leute, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Sehr schön. Oh, Muxus. Da können wir demnächst wieder Commander-Decks bauen hier. Richtig gut.
Oh ja. Was habe ich eben noch gesagt? Buwak. Moment. Wizards? Alter, Buwak ist... Nee, der ist Human Advisor. Der ist leider kein Wizard. Schade. Aber das war eine gute erste Hälfte. Da kommen ja noch 12. Wir haben Talrand, aber auch wirklich ein Commander-Klassiker. Er ist halt auch wirklich gut. Oh ja, Dowser mit Epiphany in der Combo. Vielleicht habt ihr hier die Schlacht gesehen, das Gameplay. Kann man mal machen. Winged Words für die Flyer und das Land. Ah ja, dem Leuchtturm. Nice. Och ja, nett. Dann räume ich kurz auf, Leute. Machen wir sofort weiter. Und weiter geht's. Ich habe das erste Booster schon vorbereitet, Leute. Wir haben Plus One gefunden. Ich habe natürlich schon sortiert. Aber die ersten 12 Booster, die waren schon ziemlich gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Primeval Bounty, auch eine sehr gute Commander-Karte. Das ist auf jeden Fall ein Reprint. Nehmen wir aber, gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, hier hinten finden wir ja wirklich nicht die super krassen Karten. Ah, das Artwork kennen wir aber auch schon. Och nett, ist aber ein netter Start. Da sage ich mal nichts. Kommt zur Seite, weiter geht's. Das zweite Booster. Oh ja, es läuft schon deutlich geschmeidiger hier. Ja, wunderbar. Devilish nochmal. Ich meine, den Teufel hatten wir ja schon. Was gibt's denn hier noch? Ah, Hellrider, klar. Stimmt, erinnere ich mich dran. Das ist auf jeden Fall ein Reprint. Super solide Karte. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Oh, cool. Doppelrare. Synproder dahinter. Oh, das ist doch nett. Das ist auf jeden Fall nett. Das wäre auch ein gutes Booster zum Spielen gewesen. Jester ist auch noch mit dabei. Schauen wir uns noch kurz das Land an. Ah, das hier. Die Version. Och nett. Och ja, die ersten beiden Booster. In Ordnung, würde ich sagen. Nicht so gut wie die ersten Booster eben. Aber es passt. Oh, die Dinos. Nochmal. Mal sehen. Wir wollen Mill am ehesten sehen. Würde ich sagen. Wobei, sind die ganz großen Legendary Dinos dabei? Oh, Primal Might. Das ist gar kein Dinosaurier. Ist zumindest ein Dino drauf. Ist gut spielbar. Ah doch, Brontodon. Das war doch mal eine Starter-Rare, oder? Ja, ich meine, spielbar. Aber das geht auf jeden Fall besser. Jetzt aber hier an sich, ich meine, Storm, Brontodon, Uprising, das sind schon ordentlich Playables. Also besonders im Vergleich zu einem regulären Booster. Gut, die kosten ein bisschen mehr. Das war aber nett. Sind halt schon auch spielbare Karten mit dabei. Aber ja, das geht besser. Komm, Buwak. Leute, Spoiler-Alarm, was soll ich sagen? Wirklich? Doppel-Liliana? Ach, so ein Garuk oder so. Hätten wir doch noch dazu genommen. Doppel-Liliana, da sagen wir nichts. Jo, die sind wirklich identisch. Die Planeswalker-Booster, hier sollte jetzt nichts drin sein. Genau, der ist vorm, also nichts. Liliana und nochmal Standarte. Das ist okay, Leute. Das ist auf jeden Fall okay. Na, ich glaube, Lilianas hatten wir auch schon ein, zwei damals in den Unboxings. Aber das ist völlig in Ordnung. Ah, die Spirits hatten wir noch nicht, ne? Spirits hatten wir noch nicht. Gibt es einen richtig guten Spirit hier? Schauen wir mal. So, und was haben wir? Shacklegeist. Joa, das geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Ist nett. Ist nett. Aber haben wir auch schon öfters hier gesehen. Ist auf jeden Fall ein Reprint. Winged Words. Und die Länder. Nö, ich glaube, da können wir zum nächsten gehen. Das war die 5, die 6. Halbzeit. Hier in der zweiten Hälfte. Ah, nochmal die Katzen. Das spoilert schon ein bisschen. Aber ich meine, das Produkt ist auf jeden Fall zum Spielen gedacht. Da möchte ich mich mal nicht beschweren. Völlig in Ordnung. Leute, finden wir noch was Gutes. Was haben wir? Lurking Predators. Jo, das geht besser. Oh, Moment. Doppel-Rare. Ja, okay. Geht wirklich besser. Haben wir noch eine zweite Rare gefunden? Das nehmen wir doch gerne mit. Sauber. Das Land finde ich auch cool. Die Länder finde ich wirklich cool. Ja, nettes Booster bisher. Aber Bounty war ganz gut, halt eine Commander-Karte. Liliana war auf jeden Fall gut. Oh ja, ich versuche es mal nicht jedes Mal zu spoilern. So, und was haben wir gefunden? Zack, die Goblins. Aber das kann nicht noch ein Mucken. Wobei, ich meine, wir haben Doppel-Liliana, ein zweiter Muxus. Warum nicht? Aber mein Tipp geht an... Komm, Krenko ist auch gut. Krenko ist auch gut. Ein Chieftain. Ach, warum nicht? Nehmen wir. Oh, Doppel-Rare, Goblin-Goon. Ja, okay, der Goon ist jetzt nicht ganz so stark. Wenn man noch Platz im Commander-Deck hat, klar, warum nicht? Chieftain ist aber gut. Ich meine, den Muxus hatten wir schon. Das sind auch mal gute Booster. Die Gobbo-Booster, noch ein Shock, Instigator. Das geht auf jeden Fall klar. Nett. Oh ja, das war auf jeden Fall ganz gut. Machen wir direkt weiter. Komm, finden wir noch den Buwak. Das wäre heftig.
Ah, das war schon eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Also insgesamt, oh, kann man nicht sagen, würde ich sagen. Leute, das könnte der Craterhoof auch sein, ne? Ich meine, einen zweiten Shepard nehmen wir auch. Was haben wir? Es ist der Craterhoof. Es gibt es doch nicht. Leute, richtig gut. Oh, 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 das ist auch ein starkes Booster. Top Reprint. Und das ist auch ein Top Reprint. Ist jetzt nicht mehr so viel wert, aber ist eine super gute Karte. Wow. Also da waren wirklich alle meine Booster dabei. Liliana, eine meiner Lieblings-Planeswalker-Karten aus dem Cycle. Muxus, Elfen, Galter. Leute, das wird nochmal eine gute Ausbeute am Ende, wie es aussieht. Boah, hier das Elfendeck. Finde ich aber auch gut. Elite. Wenn man das hat zum Spielen, hat man ja quasi automatisch gewonnen. Visionary. Boah, Arcdruid, Craterhoof. Das ist heftig. War hier noch was? Ich denke nicht. Leute, bin ich komplett durchgegangen? Sauber. Oh, schön. Ist halt eine super gute grüne Einzelkarte. Also einen Craterhoof kriege ich auf jeden Fall untergebracht. Da geht immer noch einer. Völlig in Ordnung. So, was haben wir? Weiter geht's. Witchcraft. Was könnte denn hier drin sein? Ah, die Bogbrew Witch. Ist auch ein Reprint. Kennbar. Ist aber auch eine lustige Karte. Sauber. Witch of the Moors dahinter. Oh ja. Die nehme ich natürlich. Die brauche ich auf jeden Fall für ein Commander-Deck. Oh, sauber. Für Life-Gain. Schwarz-Weiß auf jeden Fall. Das Deck wird schwarz-weiß. Oder kommt einfach in ein Orzhov-Deck. Oh ja, sauber. Nochmal ein spielbares Booster. Oh, die Katze nochmal. Erinnert er euch noch? Sauber. Oh, das Land ist aber auch cool. Mit dem Riesenauge. Ich frage, es gehört das Auge hier zu den Händen oder ist das unabhängig voneinander? Was da wohl drin ist? In dem See? Sauber. Aber ja, die Hexe. Oh, richtig gut. Tatsächlich. So, Leute, die letzten drei Booster. Bonus on top. Finden wir noch den Groover? Oder noch was anderes Gutes? Aber wie gesagt, jetzt gerade mit dem Craterhoof. Das war auf jeden Fall ein sehr solides Display. Oh, Länder. Gibt es irgendein richtig, richtig gutes Land? Oder fällt mir spontan jetzt nichts zu ein? Ach, die Hydra kann da drin sein. Oh, das ist auch eine nette Commander-Karte. Ein Cultivate. Cool. Noch ein paar Playables. Royal geht auch klar. Auf jeden Fall auch nett. Seer? Warum nicht? Zendikon, Invoker, Länder. Aber ja, auch nochmal eine Mythic Rare Hydra. Gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir. Leute, vorletztes Booster. Boah, richtig gute Ausbeute, aber nice. Richtig gut. Das macht aber schon Spaß, auch die Booster mit euch zu unboxen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Nochmal Devilish, sauber. Den habe ich natürlich nicht. Oh, richtig gut. Boah, gutes vorletztes Booster. Da sagen wir nicht nein. Alles klar, gehen wir zum letzten Booster. Aber ich glaube, Leute, meint ihr, wir können da nochmal Glück haben? Ich glaube nicht. Das waren auch sehr viele Mythic Rares. Schauen wir gleich mal bei der Ausbeute. So, komm, das letzte. Nicht spoilern. Jetzt ist das ein Planeswalker-Paket. Ich sehe es schon kommen. Würde ich nicht nein sagen. Komm, Garruk vorne drauf. Nehmen wir. Nee, plus one. Und... oh, Branching Evolution. Das ist aber auch eine Jumpstart-Karte, die echt gut ist. Plus eins Markendeck. Habe ich auch was im Commander-Bereich. Boah, doch, das war nochmal ein super guter Abschluss. Sauber. Ey, richtig, richtig gut. Boah, Leute, da müssen wir jetzt aber echt nochmal schauen. Ich sortiere uns das Ganze. Und so sieht das Ganze dann insortiert aus. Unsere Ausbeute von heute. Insgesamt wirklich ein starkes Display, würde ich sagen. Klar, hier Allosaurus Shepard zur Eröffnung. Das war optimal, wirklich. Allgemein, das war genau mein Display, würde ich sagen. Grün ist ja meine Lieblingsfarbe. Genau den Elfen brauche ich natürlich für das Elfen-Commander-Deck. Ist ja eine ganz neue Karte, also wirklich der perfekte Start. Und ja, grün ist meine Lieblingsfarbe, so alles Richtung Golgari oder Jund. Also grün mit schwarz oder rot, das sind wirklich die meisten Karten. Ich liebe Elfen, ich liebe Goblins, wir haben den Muxus, Chieftain, doppelt den Teufel. Also wirklich genau die Karten, die ich gesucht habe. Hier noch ein paar Elfen, der Craterhoof, eine Hydra, eine Galter geht halt wie gesagt immer. Doppel-Liliana. Zum Glück sind meine Decks eher grün, schwarz, rot und nicht weiß oder mono-weiß. Tatsächlich nur eine weiße Rare-Karte, wenn ich nichts übersehen habe. Aber also, das war wirklich meine Farbkombo, das Display. Ein paar blaue Karten dazu, auch gut spielbar. Aber ansonsten wirklich eine tolle Ausbeute heute. Und ja, Leute, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ich hoffe, das Ganze hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, denkt an den Daumen hoch, wenn ihr den nicht direkt beim ersten Booster dagelassen habt. Und ansonsten noch ein kurzes, aber großes Dankeschön an Games Island, unseren heutigen Sponsor.
falls ihr auch irgendein Magic-Produkt suchen solltet, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, das Giveaway findet ihr natürlich auch über die Videobeschreibung. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.